Bruns, Hans Peek, Horst Ritter, Ursula Wu, Manfred Hart sowie die Rechtsanwälte Rudolf Jürgens und Dr. Robert Ruhrmann könnten wir heute nicht einen Meter im Wald reiten. Wir würden heute gar nicht über diesen Wirtschaftsfaktor Pferd sprechen hier in Nordrhein-Westfalen, in ganz Deutschland. Das, was sich hier in den letzten Jahren tut im Bereich Tourismus, Pferdetourismus, davon würden wir gar nicht sprechen, wenn es diese 7 Personen damals in den 70er Jahren nicht gegeben hätte, wenn sie nicht die Initiative ergriffen hätten, dagegen zu streiten oder dafür zu streiten, dass die Reiter und auch damals die Kutschfahrer in die Natur hinein dürften. Ja, und deshalb würde auch heute der Politik, den Kommunen, den Kreisen viel, viel Geld verloren gehen, wenn sie diesen Tourismusfaktor, den Wirtschaftsfaktor Pferd nicht so hätten. Und ich glaube, wir würden auch heutzutage nicht so viele Pferde in privaten Händen haben, wenn nicht diese 7 Personen gewesen wären in den 70er Jahren. Ein sehr wichtiger Faktor. Die Wirtschaft, wir haben die Wirtschaft einbezogen, die Lieferfirmen. Ich weiß noch hier eine Tagung, da kamen Pferdeanhängerfirmen. Und dann kam der junge Böckmann zu mir und sagt, hinterher sagen Sie, Frau Ruth, wissen Sie, wir haben alle auf unseren Augen geschlafen. Wir haben gar nicht uns klar gemacht, dass ja kleine Pferde auch, wenn sie irgendwo hin wollen, Transporter brauchen. Heute sind unsere Leute sozusagen, die Freizeitreuter, meine Leute, sind die besten Abnehmer für Pferdewirtschaftsdinge. Für, nicht ganz klar, weil so viele sind, die nicht über einen Verein für 40 Leute beschaffen, jeder kauft sich selber. Und ist ein wichtiger Punkt gewesen in der Entwicklung. Das hilft nämlich. Man muss sich an die Politik persönlich, wenn die war, in jedem Ministerium persönlich, sonst geht es gar nicht. Und dann immer die Faktoren zusammenholen, die ethischen, die moralischen, aber die wirtschaftlichen. Und dann hatte ich da wieder die Leute hinter mir, die Schmiede, die Geschirrhersteller, die Tierärzte sehr früh. Nicht? So, das ist ein Gefüge, man kann also nicht irgendwo sich hinstellen und sagen, Pferde mag ich so gerne, ich möchte überall reiten. Aber es ist machbar, und das sage ich Ihnen für die Zukunft. Es werden wieder schwierige Zeiten kommen. Und unser größter Feind heute ist auch nicht mehr das Gesetz im Wald, sondern der Asphalt auf der Straße. Und über diese Arbeit hier im FS-Zentrum hast du ja auch Linda Tellington-Jones kennengelernt. Über deine Arbeit, beziehungsweise über den Anspruch, etwas Neues hier in dem Bereich Pferdeausbildung zu finden, neue Methoden, neue Ansätze, wie man mit dem Pferd umgeht oder auch wie man Pferde und Reiter ausbildet. Wie war denn das? Wie habt ihr euch dann kennengelernt? Über die Zeitschrift. Ich hatte in der Zeitschrift eine Mitarbeiterin aus Amerika und der habe ich geschrieben, ich wollte nach Amerika, ob sie mir Adressen sagen könnte von irgendwas Interessantem. Und sagt sie, da müssen Sie auf jeden Fall Frau Tellington. Hat mir die Adresse gegeben und wir sind rübergefahren. Haben uns getroffen in San Francisco. Ich war 4 Wochen da als ihr Gast und habe gesagt, du musst rüberkommen. Und ich bin so glücklich, weil ich sehe, so viele Leute benutzen jetzt unser Labyrinth, das wir entwickelt haben, und die Gelassenheitsprüfung. Jetzt das macht mein Herz sehr glücklich und voll von ihm. Es ist eine große, ich denke, beeinflusst diese Idee, dass wir müssen nicht ein Pferd dominieren. Wir können eine Freundschaft haben, eine Partnerschaft haben mit Sicherheit, Nummer 1, aber auch mit dem Verstand, dass das ist so wichtig für das Pferd als für uns. Das Pferd hat so viel Spaß von ein Beziehung mit dem Reiter, als Reiter mit Pferd. Und ich denke, das ist, wo unser Beeinfluss hat viel gebracht. Denn nur mit Liebe zum Pferd kriegen wir das nicht durch. Wir sind, um uns herum wachsen Welten heran, die weg sind vom Tier. Wir müssen ja nicht aufgeben, in Verbindung bleiben mit denen, die die Gesetze machen, die
die Gesundheit, sich um die Gesundheit kümmern, ums Futter und alles. Bleiben Sie mit Ihrer Umgebung in Verbindung. Das ist übrigens das Schöne, was ich jetzt mit diesen Reitern um die Welt, was wir da gesehen haben, mit den Fahrern. Die mussten immer sehen, dass sie einen Konsens fanden. Jeden Abend für andere Unterkunft, andere Menschen, andere Bedingungen für ihre Pferde, Hilfe. Sehen Sie zu, dass Sie eine Umwelt um sich erhalten, in der Sie mit Pferden glücklich werden können. Ich glaube, das ist sehr wichtig, es im Kopf zu haben. Das beste Schlusswort, und ich darf um einen ganz, ganz herzlichen tosenden Applaus bitten für unsere Ursula Bruns und Linda Tellington-Jones. Wir alle wünschen dir von Gottes Segen alle Gesundheit, dass du gesund munter nach Spanien zurückkehren kannst, morgen oder nächste Woche.